recht herzlich willkommen, liebe Speedway-Fans, zum 8. Seitenwagen Supercup-Rennen 1991 im Stadion Homberg-Ohm, wo ja heute, wie gesagt, schon zum 8. Mal dieser Seitenwagen Supercup ausgefahren wird. Wir kommen somit sofort zur Fahrerstelle und hier sehen wir schon einen der Superstars, Joachim Skyl, Karl genauer gesagt. Und nun somit direkt zur Fahrervorstellung mit der Startnummer 1, Josef von Derka und Robert Wolf. Die Fahrer sind 1B. Und an ihre Spitze zurecht tragen sie natürlich die Nummer 1. Der Fahrer, der zweimal schon auf. Hier im Hintergrund hört sich Thomas Schiffner. Mit der Startnummer 2 sehen wir Karl Keil und Joachim Reg. Wir sind hier Vereinsmitglieder im MSC Hohenthal. Und mit der Startnummer 3 aus Dänemark, Jan Rasmussen und Bo Andersen. Dann kommen wir zu dem deutschen Team. Jürgen Michel, Erich Steuer. Beide fahren ja iSpeedway, haben dort schon gute Erfolge gefahren. Und sie sind auch, sie kommen, wir fahren für den MSC Seligenstadt. Dann mit der Startnummer 5, Rainer Ganster, Bernd Kreuzer, ebenfalls hier im Verein MSC Ohmtal. Mit der Startnummer 6, Harald Müssner und Roland Veit für den MSC Olching. Dann kommen wir zur Startnummer 7, das sind dann der Bernd Zapp mit Jürgen Mit Inhalt, der Nummer 9 sehr erfolgreich Berghaupt im letzten Jahr zu mit der Startnummer 8 Bernd Silger und Heinz Brandt, ebenfalls MSC Ohmtal mit der Startnummer 9. Ja, bei Bernd Silger ist ja früher der Udo Wünning mitgefahren. Dann kommen wir aber zur Startnummer 9, das sind die Gebrüder Christian Auger und Markus Auger, ebenfalls aus Dänemark, wie das gespannt. Nummer 3, Nummer 10 ist dann Frank Eretz mit Ottmar Schwarz. Und die Startnummer 11 sind die Willi-Könige im Seitenwagen. Thomas Kunert, Roland Bacher fahren auch für den MSC Ohmtal. Startnummer 12 ist leider nicht am Start, da sie sich ein wenig verletzt hatten. Dafür reingekommen die Startnummer 13. Andreas Müller und Thomas Gründler. Die fahren für den ADAC Hessen. Ja, das hat mich sehr gefreut, dass diese beiden mit reingekommen sind. Sie sind ja das erste Jahr in der A-Lizenz. Ja, und mit der Startnummer 14, leider steht die Nummer 1, da ist es dann das Reservegespann Heinz Frosch mit seinem neuen Zweifahrer Mörschel. Dann zur Startnummer 1, mein Länderkampf, Kenneth Arntred, mit der Startnummer 2, Lars Henrik Jörgensen, mit der Startnummer 3, Jens Henry Nielsen, sein Bruder ist ja schon mehrmaliger Einzel- und Team- und Mannschaftsweltmeister geworden. Mit der Startnummer 4, Axel Jepsen, vorher schon für Rostedt in der deutschen Bundesliga. Dann mit der Startnummer 5, Jens-Peter Nielsen, ebenfalls schon Bundesliga tätig gewesen. Mit der Startnummer 6 ein ganz neues Gesicht für uns, Flemming Nielsen, also insgesamt 3 Nielsen hier in diesem Team. Tommy Dunker mit der Startnummer 9, dann am Start, ja, Andreas Rahn, er konnte leider nicht starten, da er sich verletzt hat, er hat im Training zwar einmal probiert, aber dann hat er doch gesagt, es hat keinen Zweck, was soll ich die Mannschaft sprechen. Wie gesagt, dann nochmals Tommy Dunker hier im Bild mit der Startnummer 9. Aus Neumünster kommt er und ist schon mal deutscher Speedway-Einzelmeister geworden. Mit der Startnummer 10, Gerd Ritz hier, sitzt auf meiner Maschine. Ein junger Mann, der sich eigentlich immer sehr zurückhaltend ist. Sehr schüchtern kann man eigentlich sagen. Schade eigentlich, denn vom Mensch her ist er wirklich ein wunderbarer Typ. Ja, natürlich der Lokalmatador hier in Homberg-Ohm, Michael Domes. Natürlich fragt man sich, warum er gerade in der Nationalmannschaft ist. Aber wie gesagt, wenn man einen Lokalmatador hat, dann soll er auch eingesetzt werden. Ich gönne es ihm auch von ganzem Herzen. Mario Trumpovic ist seit langem mal wieder mit dabei. Er sagte schon vor dem Rennen, dass er nicht so richtig in Form ist. Im Hintergrund sehen wir Herbert Seel, sein Mechaniker, dann Andreas Schapfel, MSC Olching, schon mehrfacher Teilnehmer bei deutschen Meisterschaften gewesen. Und dann mit der, Nummer 14 sehen wir hier Thomas Meckle, der dann für Andreas Rahn in das Feld reingekommen. Ja, und dann geht es weiter mit den Seitenwagen B-Lizenzlern.
Die Startnummer 15, die Lokalmannschaft. Dort haben wir dann die Startnummer 5, 27 ist das, dann Bischof Schiller. Haben wir hier aus Homberg oben. Leider Gottes wussten wir ganz genau, wie wir waren. Die Nummer 17, Hedrich Menche. Das sind die Fahrer, die im Lauf 21 an den Start kommen. Die Gebrüder Süßmann und last but not least Spiegelauer, Ewig. Diese vier bestreiten dann die Nummer 21. Aber wir sehen auch die ersten Läufe vom Samstagnachmittag. Wir fangen gleichzeitig damit an, nachdem die Fahrervorstellung beendet wurde. Und somit kommen wir dann auch zum allerersten Lauf des Tages. Die Kamera schaltet gleich um. Sie macht noch einmal interessante Aufnahmen nach der Fahrervorstellung. Mit der 6 Harald Mössmer. Sein Beifahrer, die Nummer 3, Rasmus Andersen, die Nummer 5. Wir kommen zum ersten Lauf, das ist Oliver Schäfer in Rot, Robert Wiener in Blau, Stefan Bischoff in Weiß und der Bruckner in Gelb. Und in Führung gegangen ist mit Rot Oliver Schäfer, hat schon gleich nach der ersten Kurve einen großen Vorsprung rausgefahren. Das ist ja die J-Lizenzklasse, die noch sehr, sehr jung sind. Für sie ist es natürlich fantastisch hier mit dem tollen Publikum. Leider waren am Samstag beim Training und bei diesen Läufen, die dann schon ausgefahren wurden, nicht so viele Zuschauer anwesend. Auch am Sonntag hätte sich wahrscheinlich der Veranstalter mehr Zuschauer gewünscht. Das Wetter ließ ein wenig nach, was am Samstag am Möglichen ist. Das hat natürlich wahrscheinlich auch ein paar Zuschauer dann abgehalten. Ja, zurück zum Lauf. Oliver Schäfer, ganz klein Führung auf den zweiten Platz. Es hat sich dann vorgekämpft Robert Diener, dritter Platz ist Jörg Bruckner und auf den letzten Platz, auf den undankbaren vierten Platz, Stefan Bischoff. Und Oliver Schäfer fährt als erster durchs Ziel. Dann kommt es zu den reduzierten Platz, vierten Platz, Jörg Bruckner und Stefan Bischoff. Hier sehen wir einmal die Punkte eingeblendet nach Lauf 1. 3 Punkte Oliver Schäfer, 2 Punkte Robert Diener, 1 Punkt Jörg Bruckner, 0 Punkte Stefan Bischoff. Die Nummer 2 war auch nur sehr kurz. Rot, Narancik, Blau, Rudolf und in Weiß dann Stefan Hinrich. Ja, und hier hat sich dann der Herbert Rudolf gleich auf die erste Position gesetzt. Jörn Narancik, große Position und auf der dritten Position dann Stefan Hinrich. Beide Gruppe von den J-Lizenzern, die hier am Samstagnachmittag an den Start kamen. Zielanlauf in Heat Nummer 2 in der J-Lizenzklasse. 3 Punkte für Herbert Rudolf, 2 Punkte für Björn Narancik und 1 Punkt für Stefan Hinrich. Geht weiter dann mit der B&C-Lizenz in Rot, Mike Rindbach in Blau, Josef von Derker, der Seitenwagenfahrer, Joachim Kugelmann in Weiß, Robert Schick. Startnummer 20 ist erstmal in Front gegangen, Joachim Kugelmann mit der 21, ist jetzt Robert Kessler in Front gegangen. Zweiter Platz dann Joachim Kugelmann und auf den dritten Platz versucht sich dann mit dem Blau Josef von Derker vorzukämpfen. Ich schaue rein, Rot ist auf der dritten Position, das ist der Mike Rindbach. Leider Gottes Josef von Derker nur auf dem letzten Platz. Versucht natürlich einen Fahrfehler auszunutzen. Hier kommt er auch schon wieder wesentlich näher ran, bleibt ganz schön innen und drängt hier Robert Kessler nach außen. Oder kann Robert Kessler nochmal kontern? Nein, in der letzten Kurve schafft es dann der Joachim Kuhlmann, den Laufplatz 1 vorzuschieben
Robert Gessler zweiter, dritter, Mike Grimbach und letzter Josef von Derker. So, Zieleinlauf, sicherer Sieg dann im Endeffekt doch noch für Joachim Kugelmann. Zweiter Platz und zwei Punkte dann für Robert Gessler. Dritter Platz und ein Punkt für Mike Grimbach. Und auf dem letzten Platz Seitenwagenfahrer Josef von Derker. So, es geht gleich weiter mit Heat Nummer 4. Tanja Jöckel in Rot. Christian Strobel in Blau. Roland Körner in Weiß. Richard Schneider in Gelb. Startaufstellung Heat Nummer 4. BC. So, ein fantastischer Start hier für Roland Körner. Kam sensationell gut aus den Männern. Mit der Nummer 17 Christian Strobel auf den zweiten Platz greift hier Roland Körner an, aber Roland Körner kann auch einmal kontern. Christian Strobel, zweiter und auf den dritten Platz dann Tanja Jöckel. Tanja Jöckel versucht natürlich Christian Strobel anzugreifen, sie liegt noch etwas angeschlagen auf den dritten Platz, aber sie achtet wieder einmal auf Tanja Jöckel. Dann sehen Sie ganz genau, wie fantastisch dieses junge Mädchen ihre Maschine schon beherrscht. Und auf den letzten Platz weit zurückgefallen Richard Schneider. Tanja Jöckel setzt sich immer näher ran an den Christian Strobel. Und da macht er einen Fahrfehler und das nutzt Tanja ganz geschickt aus. Bleibt ganz knallhart innen und drängt somit Christian Strobel auf den dritten Platz zurück. Roland Körner hat aber einen großen Vorsprung. Die letzte Runde wieder angezeigt. Roland Körner von Tanja Jöckel, Christian Strobel und Richard Schneider. Drei Punkte für Roland Körner, zwei Punkte für Tanja Jöckel, ein Punkt für Christian Strobel und null Punkte für Richard Schneider. Wir kommen somit dann zum zweiten Durchgang der J-Lizenzfahrer. Hier kommt man in den Start Oliver Schäfer in Rot, hat drei Punkte. Stefan Hinrich hat einen Punkt, Björn Nerantzi hat zwei Punkte. Robert Björn, ebenfalls der Gruppe, aus dem Erfolg, mit Rot, mit Oliver Schäfer, gleich wieder in Front, die Nummer 41, Björn Hranschik, auf der zweiten Position, fällt aber auf die dritte Position zurück. Mit Gelb ist es dann Robert Diener, der sich jetzt auf die erste Position vorgeschoben hat, oder wie sieht es aus? Nein, auf die zweite Position, denn die Führung ist mit Rot, hat die Kappe nach dem Führung gelassen. Oliver Schäfer, der ja seinen ersten Lauf ja schon auch sicher gewinnen konnte. Roter aber dann Robert Diener, dritter Björn Nerantzik und letzter Platz für Stefan Hinrich. Zielflagge und ein weiterer Sieg hier für Oliver Schäfer, der somit sein Punktekonto auf 6 erhöht. Zweiter Platz für Robert Diener. Er hat jetzt insgesamt 4 Punkte. Ein Punkt für Björn Hranschik, schreibt 3 Punkte. 0 Punkte Stefan Hinrich. Es bleibt ein Punkt auf seinem Konto. Dann geht es weiter zum 6. Sieg am heutigen Samstag. Hier kommt man den Start mit Rot und 0 Punkten. Stefan Bischoff, Blau und 1 Punkt. Und dann Rudolf mit 3 Punkten bei. Herbert Rudolf, er geht auch gleich in Front auf Platz 2 mit Blau. Jörg Bruckner auf den dritten Platz. Stefan Bischoff. Herbert Rudolf.
Oliver Schäfer. 2 Punkte Jörg Bruckner, 3 Punkte insgesamt, 1 Punkt Stefan Bischof. Für ihn war es der erste Punkt am heutigen Tag. Und dann stehen auch sozusagen schon die Finalisten bereit, aber wir kommen jetzt noch zur B- und J-Lizenz. Mit 3 Punkten Joachim Kugelmann, mit 2 Punkten Robert Kessler, 0 Punkte Josef von Erka, 1 Punkt Meister Martin Gell. Mit Rot, Joachim Kugelmann. Sehr gut aus den Männern gekommen und Josef von Derker auf den zweiten Platz vorgefahren, greift jetzt sogar Joachim Kugelmann an. Aber Joachim Kugelmann kommt dort noch einmal. Sensationell, was hier der Josef von Derker zeigt. Erster Joachim Kugelmann, zweiter Josef von Derker, dritter mit Blau ist dann Robert Kessler und auf dem letzten Platz Mike Rindmann. Oh, da hat Josef von Derker Probleme. Nein, das war nicht Josef von Derker, das war der Robert Kessler. Auf dem Angriff hier. Und seine Maschine gerade noch behalten. Joachim Kugelmann bleibt aber weiterhin vorne. Trotzdem super, was der Josef von Derker hier zeigt. Denn so lange fährt er ja noch nicht auf einer Solo-Maschine. Er kommt ja wesentlich besser zurecht. Im Seitenwagen mit seinem Beifahrer Robert Wolf. So, letzte Runde ist angekündigt. Noch ein Kugelmann klein von, der wird diesen Sieg auch wieder runter nach Hause fahren. 2 Punkte schreibt dann der Josef von Derker. Und 1 Punkt dann auch für Robert Kessler, ohne Punkte Mike Rindbach. 6 Punkte Joachim Kugelmann, 3 Punkte Robert Kessler, 2 Punkte von Derker, 1 Punkt Mike Rindbach. Insgesamt 8 Punkte. Nummer 8. Ein Punkt, Roland Körner 3 Punkte, Roland Körner, Richard Schneider 0 und Tanja Jöckel 2 Punkte. Und in Front gegangen, schauen wir einmal, ist es mit Gelb Tanja Jöckel, sehen wir das richtig? Müssen wir einmal ganz schnell sein. Und auch mit Rot ist es jetzt noch Christian Strobel mit der Nummer 17. Und mit der Nummer 24, Roland Körner. Tanja Jöckel auf dem dritten Platz. Tanja Jöckel zweiter und Roland Körner auf den dritten Platz gefallen. Letzter Platz für Richard Schneider. Oh, Tanja Jöckel, sie kommt ganz hart an Christian Strobel ran. Versucht ihn wahrscheinlich vom ersten Platz zu verdrängen und zieht auch ihn fantastisch durch. Super, oder kann hier nochmal der Christian Strobel kommen? Nein, Tanja Jöckel in Front gegangen. Zweiter Platz geht für Christian Strobel, dritter Platz Roland Körner, letzter Platz Richard Schneider. So, Zieleinlauf und Jubelfertig über das Ziel, Tanja Jöckel. Denn mit diesem Sieg hat sie sich für den Finale auch qualifiziert. 2 Punkte Christian Strobel, der insgesamt 3 Punkte hat. 1 Punkt Roland Körner, 4 Punkte, auch er ist wahrscheinlich dann ja ganz sicher qualifiziert. 0 Punkte Richard Schneider, bei ihm bleiben es 0 Punkte, aber Tanja Jöckel hat 5 Punkte auf dem Konto. Wir haben die Zentrumfinale, wir haben den Randstieg, 3 Punkte Oliver Schäfer und Herbert Rudolf, hier 6 Punkte und 4 Punkte Robert Diener. In Frontgegangen schauen wir einmal mit Blau ist es Oliver Schäfer auf der 2. Position, Herbert Rudolf. Dritter Robert Diener und auf dem letzten Platz Jörn zurückgefahren. Ja, er hat Probleme. Das Feld sehr, sehr weit auseinandergezogen. Lauf Nummer 9, Finale. Das müsste eigentlich ein ganz, ganz sicherer Sieg hier werden für den Oliver Schäfer. Und er schließt dann auch. Ich denke, wenn er den Sieg nach Hause geht, dann macht er ihn ab. Die letzte Runde angezeigt. Können wir jetzt schon gratulieren. 3 weitere Punkte für Oliver Schäfer. Sicherer Sieg mit Maximum insgesamt 9 Punkten auf Platz 1. Oliver Schäfer. 2 Punkte schreibt dann der Herbert Rudolf. Er hat insgesamt 8 Punkte und kommt somit auf den 2. Platz. 1 Punkt Robert Diener. Er hat 3 Punkte. Wird auch insgesamt 3. dann. 0 Punkte für Björn Erantschik. Mit 3 Punkten wird der Vierter bessere Finalteilnehmer.
Finalergebnis zählt. Finale laufen von 10 D&C-Lizenzen. Wir haben jetzt die Nummer 6 Punkte. Robert Kessler 3 Punkte. Tanja Jürgen 5 Punkte. Roland Körner 4 Punkte. Feld ist sehr, sehr dicht geschlossen. Tanja Jörke bleibt wieder sehr schön hinten. Ist auf den dritten Platz vorgefahren, auf den letzten Platz Robert Kessler vorgefallen. Wer hat jetzt auch auf den zweiten Platz vor? Fantastisch, wie sie hier schön hinlaufen. Nicht rot, aber doch. Tanja Jörke wird noch einmal angegriffen von Roland Körner. War das? Da haben wir gleich nochmal ein bisschen die Kamera zurückgehen lassen. Die Front aber, wie gesagt, immer noch Joachim Kugelmann. Zweiter Platz, Tanja Jörke. Wer liegt auf dem dritten Platz? Mit 24 Roland Körner und auf dem letzten Platz dann Robert Kessler zurückgefahren. Letzte Runde wieder angezeigt. Und auch für Joachim Kugelmann kann dieses ein ganz klar nicht werden, wenn Tanja Jöckel es nicht doch noch schaffen soll. Aber da kommen sie zu weit nach Hause. Verliert somit natürlich einige Meter hier auf Joachim Kugelmann. Kann dieses natürlich auf den letzten 150 Meter nicht mehr aufrufen. 3 Punkte für Joachim Kugelmann. Schließt somit mit insgesamt 9 Punkten ab und ist somit auch Tagessieger in der W&C-Lizenz im Finallaufgang. 9 Punkte insgesamt. 2 Punkte Tanja Jöckel, mit 7 Punkten wird sie Zweite. 1 Punkt Roland Körner hat insgesamt 5 Punkte, 0 Punkte, dann Robert Kessler insgesamt 3 Punkte, Platz 4. Dann kommen wir zum Lauf Nummer 12, Lauf 11 haben wir ausgelassen, mit Nummer 20 Murmann Kopf, mit Nummer 17 Hedrich Mentje, mit 15 Victor Schüler, mit der 30 Steiner und Paul Seber. Ja, mit 11 kommt sehr gut aus. Und wahrscheinlich außen versuchen es dann Bischof Schiller, Nummer 20 ist hier Murmann Kopf, Bischof Schiller mit der Nummer 15, Murmann Kopf vorbeizukommen. Super, wie sie das geschafft haben. Aber Motorenproblem hier bei Murmann Kopf und das nutzen natürlich dann auch Hedrich Mentcher aus. Wir sind auf den zweiten Platz vorgefahren und auch Steiner Seelbach schaffen es noch. An der Spannung, wo man kommt, vorbeizukommen. Schade, dass sie hier große Probleme haben, schauen wir aber auch. Sie kommen gar nicht hinten in den dritten rein, haben Probleme, das Gespann auf der Bahn zu halten. Ja, und sie hören es hier auch knacken. Irgendetwas ist nicht ganz in Ordnung. Und in der letzten Runde schafft es auch noch Steiner Seber. Das Gespann, wo man kommt, zu holen, da ist ein Auto. Front aber mit ganz klarem Vorsprung. Bischof Schiller vor Hedrich Mentje. Und so ist dann auch der Zieleinlauf. 3 Punkte für Bischof Schiller, 2 Punkte Hedrich Mentje, 1 Punkt Steiner Seelbach und ohne Punkt aufgrund ihres Ausfalls Murmann Kopf. Lauf Nummer 13, Nummer 28 Jürgen Schmidt, Nummer 22 liegen. Wir haben das dann weggeschnitten. Wir sind Trainer hier. Wir sind in Front gegangen mit der Startnummer 23. Spielauer Ewig auf Platz 2, die Gebrüder Süßmann. Dritter Platz dann für Starke Leibecke. Na, Peter Starke, er ist eben hier bei mit reingefahren. Da konnte er nicht mehr aufweisen, was soll der andere. Als Reservegespann ist jetzt hier mit der Nummer 26 Kohler Mohren am Start. Aber auch sie haben Motorenprobleme, es dauert nicht lange, dann fielen sie aus. Und dann waren nur noch 3 Gespanne auf der Bahn und Nummer 23 Stiegauer hier mit ganz kleinen Motorenprobleme. Aber auf dem letzten Platz starten
26 auf den dritten Platz, Kolomore. Aber wie gesagt, wir haben dann gleich einen Ausfall und somit ohne Punkte, Kolomore und einen Punkt. Gibt es dann für starke Leibwerk, der steht in der letzten Runde, glaube ich. Da kommt wieder stark aus dem Augen. Aber dieses spannende Rennen hier, was von Spiegelauer Ewig angeführt wird, ist zu Ende gegangen mit einem ganz, ganz knappen Sieg. Spiegelauer gewinnt, schreibt 3 Punkte, 2 Punkte Gebrüder Süßmann, 1 Punkt starke Leibecke und ohne Punkte, da sie einen Ausfall hatten, Kolomoren. Lauf Nummer 14 mit Rot, Bischof Schiller wiederum am Start, zweiten Mal. 3 Punkte, Steiner Seelbach 1 Punkt, 2 Punkte Hendrik Menche und ohne Punkte Bormann-Kopf. Da macht ein Spurtiger von Bormann-Kopf. Ja, da ist das Team wahrscheinlich noch gar nicht so richtig eingespielt, aber sie sind wahrscheinlich auch die längeren Bahnen gewohnt, als wie diese kurze Bahn hier in Homberg-Jung. Ja, und da versuchen es dann die Fahrer mit aller Macht teilweise auch durchzukommen. Hier auf Platz 1, Bischof Schiller wieder, dann mit der 30, Steiner Seelbach. Aber sie haben Probleme. Sie werden auch jetzt schon angegriffen von Murmann Kopf. Auf den 2. Platz dann Hendrik Menche. Ah, und dann werden noch einmal Steiner Seelbach. Platz 1, sie haben einen Ausfall. Nein, das haben wir doch etwas verkehrt gesehen, es war kein Ausfall. Die letzte Runde wird angezeigt für Bischof Schiller, die hier wohl einen ganz, ganz klaren Weg nach Hause fahren. Roter Platz dann Hendrik Menche. Auf den 3. Platz, leider sehen wir es hier nicht mehr im Bild, sind Murmann-Kopf vorgefahren. Peter Murmann mit seinem Beifahrer und zurückgefallen auf den letzten Platz. Steiner mit dem Beifahrer Paul Weber, der nun schon fast 60 Jahre alt ist. Unvorstellbar in diesem hohen Alter, sich noch in so ein Beiboot reinzusetzen und den Mut aufzubringen, dort mitzufahren. 3 Punkte Bischof Schiller, 6 Punkte insgesamt, qualifiziert fürs Finale mit 21. 2 Punkte Hendrik Menche, mit insgesamt 4 Punkten natürlich auch qualifiziert. Dann zweiter Lauf, Spiegelauer Ewig 3 Punkte schon, starke Leibecker 1. Köhler-Mohren 0 Punkte und Gebrüder Süßmann haben 2 Punkte. Ja, und da ist es dann Nummer 1, da müssen starke Leinrichter raus, weil sie das Band gerührt haben. Und dafür kam dann Radfeld zum Umfang. Die konnten dann die Gebrüder Süßmann auf den 2. Platz dann Spiegelhauer-Ewing. Kämpfen sich jetzt dran vorbei. Nein, nicht ganz. Jetzt sind sie auf Platz 1, Spiegelhauer-Ewing auf Platz 1. Mit der 23 auf Platz 2. Ganz genau sehen, war es dann die Gebrüder Süßmann, sind aber jetzt auf den 1. Platz vorgefahren. Gebrüder Süßmann auf Platz 1, Spiegelauer Ewing 2. 3. Platz, Köhler Mohren und wie gesagt, Ausfall dann im Endeffekt sogar auch wieder auf Radfeld. Noch nicht dabei, aber die werden da gleich aufgefahren. So, der Vorsprung von den Gebrüdern Süßmann hat sich natürlich jetzt unwahrscheinlich vergrößert. Spiegelauer kann da nicht mithalten. Und erst recht nicht Köhler-Mohren. Ja, hier einmal eine Großaufnahme von mit Zieleinlauf. 3 Punkte für die Gebrüder Süßmann, schreiben insgesamt 5 Punkte. 2 Punkte Spiegelhauer Ewing haben auch ebenfalls 5 Punkte. 1 Punkt für Köhler Mohren hat seinen 1. Punkt nach Hause gefahren und für Radfeld ein 0 Punkte. Dann kommen wir zum dritter Platz mit Blau Andreas Schapfel und auf dem 4. Platz Thomas Meckle. Klaus Lausch, Gerd Ritz, Thomas Andreas Schapfel, Thomas Meckle.
er der Sieger in diesem Lauf. Bekommt ja 5 Punkte, die werden ja gezählt zur Qualifikation zur deutschen Langbahnmeisterschaft. Werden diese Punkte dann so verteilt, dass Klaus Lausch 5 Punkte bekommt, Gerd Riss 4 Punkte, 3 Punkte Andrea Schapfel, 2 Punkte Thomas Meckler. Diese Punkte werden gut geschrieben und ich glaube, dass Klaus Lausch und Gerd Riss, man kann es jetzt schon sagen, wohl sicher mit beim Langbahn, bei der deutschen Langbahnmeisterschaft mit dabei sind. Hier sind die drei Erstplatzierten. Links Klaus Lausch, in der Mitte Gerd Riss, rechts Andreas Schapfel. So, erster Lauf zum Seitenwagen Supercup in 1991 Rot von Derka Wolf. Zum Lauf, zwei Supercup. Start Nummer 2 ist im Frontgang Karl Keil auf den zweiten Platz. Josef von Derka mit Beifahrer Robert Wolf. Auf den dritten Platz dann noch Brunhard Bacher und letzter Platz für Müller-Gründler. Schauen wir einmal zwei, drei, Berger, 13. Auf dem letzten Platz noch Müller-Gründler. Denn davor liegen noch Brunhard Bacher. Kämpfen sich hier mit einem super, mit einer super Fahrt Andreas Müller und Thomas Gründler vor. Somit Zieleinlauf und 3 Punkte für Karl Keil und Joachim Weg, 2 Punkte für Josef von Derka und sein Beifahrer war Robert Wolf. Auf dem zweiten Platz dann dritten Platz dann Andreas Müller und Thomas Gründler und letzter Platz dann für Thomas Gründler. Genau, das Bild ganz dicht geschlossen. Die Führung mit Start Nummer 5 haben wir richtig gesehen. Gangster Kreuzer. Und außen kommen wir jetzt auf die Boden. Oh, da Bert Böger. Bleibt ganz schnell dazu. Drängt da Harald Rüttmann. Etwas total zur Seite. Jetzt versucht er auch innen durchzukommen. Ich bin hier ganz verkreuzbar angreifen. Aber der schaffte es nicht. Ganz blieb auf der Ideallinie und Bernd Söger musste da etwas Gas wegnehmen. Bleibt auch jetzt wieder in Harald Rüttmann und versucht nochmal von hier ganz gerade auf. Wie das gespannt, zappt ihn an. Das ist natürlich nicht gerade die feine Art. Wir versuchen die Gangster Kreuzer direkt abzuschießen. Der Bernd Söger, er wurde dann anschließend auch vom Referee, wurde er dann ermahnt, diese brutale Fahrweise sein zu lassen. Denn dieses, was er dort machte, war nicht gerade der schönste Zug. So, und dann kommt zum Zieleinlauf und Bernd Söger hat es dann doch nicht geschafft. Er bleibt auf dem zweiten Platz, auch wenn er etwas unfair gefahren ist. Erster Platz mit 3 Punkten für Gangster Kreuzer. Zweiter Platz für Söger Brandt mit 2 Punkten, 1 Punkt für Mössmer Fein und ohne Punkte Zapflina im Lauf Nummer 8, im Lauf von 19. In Rot für Brüder Orger aus Dänemark, in Blau Michael Scheuer, in Weiß dann Rasmus Andersen aus Dänemark und wieder Start Nummer 10, Erin Ottmar Schwarz in Gelb. Da sind wir gespannt, was Jürgen Michel hier mit seinem Beifahrer Erik Scheuer macht. Schaffen die es gegen Orga und Rasmus Erik 3 Punkte nach Hause zu machen. Sie kämpfen sich gleich auf die erste Position vor. Mit Blau in Führung. Jürgen Michel, Erik Scheuer auf der zweiten Position. Dann mit Rot die Gebrüder Orga und auf den dritten Platz das zweite dänische Gespann.
Rasmussen Andersen, letzter Platz für Erich Schwarz. Ah, der Vorsprung von Jürgen Michel vergrößert sich ein klein wenig, aber trotzdem, er muss aufpassen, dass er nicht noch von den Gebrüdern Orban abgefangen wird. Kein anderes Gespann hätte ich bald gesagt, kann vorbeikommen. Zweiter Platz, immer noch die Gebrüder Orger, dritter Platz, Rasmussen, Andersen und letzter Platz für Erich Schwarz. So geht es dann in die letzte Runde und vor die ersten drei Punkte für Jürgen Michel sein. Letztes Jahr hat er ja hier 1990 den zweiten Platz gelegt. 1988 ebenfalls wurde er dort Zweiter. Mit dem Beifahrer Wissel letztes Jahr schon mit Erich Zeuer. So, drei Punkte Michel Zeuer, zwei Punkte Gebrüder Orger, ein Punkt Rasmussen Andersen und null Punkte im Lauf Nummer 19 Erich Schwarz. Lauf Nummer 20, der erste Lauf in der Kampf. Da kommen in Rot Kenneth Arnfred, in Blau Mario Dubkovic, in Weiß Jürgensen, nicht John Jürgensen, sondern Lars Henrik Jürgensen. Dann Michael Domes in Gelb, Jens Henry Nielsen in Grün, Gerd Riff in Schwarz. Ja, und achten Sie dann einmal auf Mario Dubkovic. Blau fährt dann natürlich direkt ins Band rein und wird disqualifiziert. Und für Mario Dubkovic kommt dann Andreas Schampel als Reservefahrer auf die Bahn. Mit Weiß ist erstmal Lars Henrik Jürgensen da. Dann kommt schon wieder ein Fahrer zur Spur. Leider weiß ich jetzt nicht ganz genau, wer es war. Er konnte aber dann weiterfahren. Ich meine, es wäre Andreas Schapfel gewesen. Ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen. Ja, da ist Andreas Schapfel tatsächlich. Gerd Riss, der in Führung geht. Mit Weiß auf den zweiten Platz noch Jürgensen. Dritter Platz dann für Jens Henry Nielsen. Hier der Mittwoch im Bild. Mit Gelb. Micky Domes auf dem fünften Platz. Klar in Führung Gerd Riss. Roter Platz Jürgen. Ja, oh, und da hat Lars Henrik Jürgensen einen Ausfall. Das nutzt dann natürlich Jens Henry Nielsen und natürlich auch Dennis Arnfred, um weiter nach vorne zu kommen. Gerd Riss fährt hier 5 sichere Punkte nach Hause. 4 Punkte Jens Henry Nielsen, 3 Punkte für Kenneth Arnfred, 2 Punkte Micky Domes. Das heißt im Endeffekt 8-7 für Deutschland. Finale B-Lizenz Seitenwagen, Bischof Schiller mit insgesamt 6 Punkten, Süßmann mit 5 Punkte, Spielauer Ewig 5 Punkte und Henrich Menche mit 4 Punkte. Am besten 6 kommt die ganze einmal drauf schauen. Nein, da sind es die Gebrüder Süßmann, die in Front gegangen sind. Auf den Bodenplatz schiebt sich dann das Gespann Bischof Schiller vor mit Rot und auf der dritten Position Spielauer Ewig. Letzter Platz nur für Henrik Menche. Noch in Front, Nummer 22, Süßmann. Aber hier entscheidet die schnellere Zeit aus allen Läufen. Da sind wir gespannt, wenn es bei dieser Konstellation bleibt, dass Bischof Schiller zweiter bleiben haben. Ja, Süßmann, Bischof Schiller. Beide Gespanne insgesamt 8 Punkte. Letzte Runde wurde angezeigt. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass Bischof Schiller hier nach vorne weiterkommt.
Gebrüder Süßmann lassen sich die Wurst nicht mehr vom Brot nehmen. Somit Sieg für die Gebrüder Süßmann, schreiben 3 Punkte, 2 Punkte für Bischof Schiller, 1 Punkt Spieglauer Ewing und 0 Punkte Hendrik Menche. Tja, und bei der Siegerehrung hieß es dann nicht Süßmann auf den ersten Platz, sondern mit der Startnummer 15 Bischof Schiller erster, zweiter die Gebrüder Süßmann, dritter dann Spieglauer Ewing. Dann mit Rot Silber Brand. Das wird die Fahrer einmal wieder näher rankommen. Können wir es besser sehen. Da ja, wieder 1 von Jaka Wolf. Der 2 Silber Brand. Mit der 8 natürlich Silber Brand auf der 2. Position. Die Gebrüder Orger auf der 3. Position und auf den letzten Platz zurückgefahren. Die Sieger des ersten Laufes, ganz neu. Das wird dann auf den anderen geflogen. Josef von Derker, Robert Wolf. Sie brauchen keine Bange mehr zu haben. Ich glaube, dieser Sieg ist Ihnen sicher. Das geht in die allerletzte Runde. Der Silber hatte noch ein wenig zu kämpfen. Aber er hat sich jetzt auch abgesetzt. Den 3. und 4. Platz vierte Kämpfe zwischen Orger und Gangster. Sieg aber erstmal ganz klar für Onderker Wolf, 2. Platz Silberbrand, 3. wurde dann auch Orger und auf den letzten Platz Gangster Käufer. Das heißt insgesamt 5 Punkte für Onderker Wolf, 4 Punkte für Silberbrand, je 3 Punkte Käufer, Gangster und Orger. Lauf Nummer 23. Michelzeuer mit 3 Punkten in Rot, Stapina Prüfung in Blau, Teilnehmer mit 3 Punkten in Weiß und Möckmerfeit in Gelb. Mit 2 ist die Zahl Teil von Gang. Oder sieht für Michelzeuer nicht so gut aus, wie nur auf den 3. Platz und auf den letzten Platz zurückgefallen. Dann Stapina. Platz 1 für Karl Keil, 2. Platz. Dann für Harald Möckmer. Noch der Jürgen Michel mit Erik Scheuer auf den 3. Platz. Aber er schaute schon etwas runter, er hatte Probleme mit seinem Gespann. Das Gespann, was bis weit auf dem 4. Platz nah. Stapina, der kam immer näher ran. Schauen Sie mal, das Blumen an Stapina im Außenrand vorbeizukommen. Jürgen Michel, vielleicht sehen Sie es. Er kommt nicht mehr richtig weiter. Woran es lag, kann ich Ihnen leider Gottes jetzt von hier aus nicht sagen. Die letzte Runde wird aber auch jetzt angezeigt. Karl Kreis, ganz klar auf Vorsprung. Sehen Sie hier, Jürgen Michel. Ah, man kann nichts mehr machen, sagt er. Das ist der letzte Platz. Kann auch nicht weiter nach vorne kommen, denn Karl Kreis gewinnt diesen Lauf ganz klar. Bekommt 3 Punkte. Hat insgesamt 6 Punkte jetzt. 2 Punkte für Wöttmer Feit. Sie schreiben 3 Punkte. 1 Punkt, der erste Punkt für Stapina. 0 Punkte für Michelzeuer. Bei ihm bleibt es dann bei insgesamt 3 Punkte. Lauf Nummer 24. Oder Sacher mit 0 Punkten. Silber 3 Punkte. Silber 2 Punkte. Und Frankfurt hat noch einen. Oh, ein Dreher hat hier. Weiter oder wird abgebrochen? Ja, es wird abgebrochen. Alle 4 Spanne wieder an den Start. Oh, Thomas Kuhn, oh, da liegt er ganz weg. Da ist der Startformo 3. Anders haben wir das richtig gesehen. Wir sind in Front gegangen. Bernd Söger, Heinz Brandt sind jetzt innen geblieben. Bleiben innen, schaffen es aber nicht an den beiden Dänen vorbeizukommen. Sie lassen das Gas etwas länger stehen. Silber brennt nur auf den Rotplatz.
dänische Gespann Rasmussen Andersen auf Platz 1. Dritter Platz dann für Erik Schwarz und auf dem letzten Platz nur Thomas Müller. Aber ein spannender Kampf hier zwischen diesen beiden Gespannen. Zieleinlauf, aber im Heat Nummer 24 ganz klarer Sieg für Rasmussen Andersen. Sie schreiben 3 Punkte und somit haben sie dann insgesamt 4 Punkte auf ihrem Konto. 2 Punkte Bernd Silber und Heinz Franzke haben insgesamt 6 Punkte, haben aber schon ihr drittes Outing gefahren. 1 Punkt für Erik Schwarz, der erste. Für Kunert Bacher bleiben es 0 Punkte. Lauf Nummer 25 wieder Ländergang. Thomas und auf die zweite Position kämpft sich vor. Ich dachte erst, es wäre Thomas Meckel gewesen, aber zweiter Platz mit Weiß jetzt Gerd Riss auf Position 2. Jens Hendrinisen, Gerd Riss. Peter Nielsen und Mario Trubkovic. Was ist mit Thomas Meckle? Schauen wir einmal, wo Thomas Meckle ist. So, Thomas Meckle auf der 4. Position. 4. Position für Thomas Meckle. Ah, das ist immer noch ein wichtiger Punkt für ihn. Und jetzt ist er kommt auch nicht. Aber bei Thomas Meckle, da lässt so langsam die Kraft nach. Er wird auch angegriffen jetzt von Mario Trubkovic. Oh, und da stürzt Thomas Meckle sogar. Wird das Rennen abgebrochen oder wird weitergefahren? Na, das war der Zieleinlauf. Thomas Meckle somit 0 Punkte. Somit insgesamt 17 zu 13 für Dänemark. Denn Kent Hennig mit 5 Punkte, Kenneth Arndt 3, Kent Peter Lien 2. Macht insgesamt 10 Punkte Dänemark, 5 Punkte für die Republik Deutschland. Lauf Nummer 26, wiederum Länderkampf. Flemming Nielsen auf dem 2. Platz, Klaus Lausch in Front auf Platz 1. Will natürlich wichtige Punkte. Klaus Lausch, Gerd Riss, Tommy Dunker sind natürlich Topfahrer für Deutschland, aber Niki Domes, Mario Trubkovic. Aber warum soll ich nicht auch mal diese Fahrer sein? Es ist ja eine Ehre für das deutsche Team zu fahren. So sehe ich es jedenfalls. Und ich hoffe auch, die Fahrer sehen das als eine Ehre an. Klaus Lausch von 2. Platz in der Klasse von 6. Flemming Nielsen. Auf dem 3. Platz dann nur Tommy Dunker. Schauen wir einmal, ob er wirklich 3. ist. Das können wir jetzt gar nicht sagen. Jawohl, 3. Platz Tommy Dunker. 4. Platz dann Axel Jepsen. 5. Lars Henrik Jorgensen und gestürzt Niki Domes hatten wir leider nicht gesehen. 8-7 für Deutschland, somit 21 Punkte Deutschland, 24 Punkte Dänemark. Lauf Nummer 27, 7. Lauf Nummer 27, sind auf den letzten Platz zurückgefallen. Front, aber sie werden jetzt angegriffen von Josef von Derker, Robert Wolf, vielleicht etwas noch.
hat es Josef von Derker geschafft und Jürgen Michel ist auf den zweiten Platz zurückgefahren. Dritter dann jetzt schon, schauen wir einmal. Jawohl, Bruder Kunzler auf dem letzten Platz. Wiederum zurückgefahren. Danke für Kreuzer. Letzte Runde wird angezeigt. Wolf ganz klein von und sie werden diese drei Punkte dann auch nach Hause fahren. Zweiter Platz dann Jürgen Michel, Erich Steuer, zwei Punkte. Ein Punkt Müller Munster, das heißt dann insgesamt 8 Punkte von Berger Wolf, 5 Punkte Michel Steuer, 3 Punkte ganz der Kreuzer und der 2. Punkt für Müller Munster im Team 27. Lauf Nummer 28. Müssen wir beide in Rot mit 3 Punkten, 100 Bach auf 0 Punkten im Lauf. Order, 2 Punkte, 3 Punkte, 3 Punkte, Order. Ja, und da ist es 6 Punkte. Wer ist in Front gegangen? Schauen wir einmal. Das müsste dann mit Rot der Harald Müssmer sein. Auf dem zweiten Platz dann mit der Nummer 11, Brunert Bacher. Mit der Nummer 2, auf dem dritten Platz gefahren. Aber die bleiben jetzt sehr schön innen. Schauen Sie einmal, wie sie hier versuchen, innen an Brunert Bacher vorbeizukommen. Die Gebrüder Orga auf den letzten Platz zurückgefahren. Und hier hat es dann Joachim Karl und Joachim Reh geschafft, auf die zweite Position vorzufahren. Schaffen wir es auch noch. Harald Müssmer, den Beifahrer auf beide von der ersten zu verdrängen. Aber sie müssen selbst noch mal aufpassen, dass Thomas Kunert hier nicht innen durchzieht. Aber Karl Keil, er weiß natürlich, dass er einen Punkt verschenken kann, wenn er jetzt noch gegen Kunert Bacher verlieren würde. Einen Punkt verliert er auf jeden Fall, und zwar an Harald Müssmer. Denn der schreibt 3 Punkte, gewinnt diesen Lauf. 2 Punkte für Kyle Reh. 1 Punkt für Kunert Bacher. 0 Punkte Orga. 8 Punkte Kyle Reh. 6 Punkte Möckmer Veit. 3 Punkte Orga. Und der erste Punkt für Kunert Bacher. Lauf Nummer 28. Lauf Nummer 29 in Rot. Rasmussen anderen 4 Punkte. 2 Punkte Müller-Grundler. 1 Punkt Erik Schwarz. 1 Punkt Stapina. Müller-Grundler fantastisch auf den Band gekommen. Der Müller liegt auf dem ersten Platz. Zweiter Platz dann für Erich Schwarz. Aber Andreas Müller muss aufpassen, dass Erich Schwarz nicht Tino angreift. Mit der Startnummer 3 dann Rasmus Andersen. Die kämpfen hier um den zweiten Platz. Ja, sind auf den zweiten Platz vorgefahren mit der Nummer 3. Aber Erich Schwarz, die kämpfen zurück und schauen Sie einmal, wie sie hier wunderschön innen durchziehen. Ne, das waren dann Erich Schwarz hier auf den letzten Platz fast lang mit der Nummer 3 auf dem zweiten Platz. Und Erich Schwarz, die kommen immer wieder ein Stückchen näher ran. Letzter Platz für die Startnummer 7, Zapf Lienhardt. Hier große Bild mit der Startnummer 3, ganz klein Führung. Aber sie dürfen keinen Fahrfehler begehen, denn dann sind die beiden Dänen, sehen wir das richtig, noch auf dem zweiten Platz. Nein, die Dänen waren es nicht mehr. Es waren Erich Schwarz, die auf dem zweiten Platz vorgefahren sind. Und auf den dritten Platz dann Rasmus Anders. Somit 3 Punkte und erster Tagessieg für Andreas Müller mit Thomas Gunther. Insgesamt 5 Punkte. Insgesamt 5 Punkte auf Rasmussen. 3 Punkte Erich Schwarz. Und 1 Punkt bleibt bei Zapfenfinal. Lauf Nummer 3. Länderkampf. Dritt in Rot. Jetzt geht das Blau. Thomas geht dabei. Jetzt geht das Gelb. Die Dome ist grün.
fantastischen Vorsprung hier heraus. Mit Blau auf der zweiten Position Jens-Peter Nielsen. Und auf der dritten Position liegt dann Gerd Ritz, wenn man das richtig. Dritte Position. Thomas Megle agiert etwas langsamer, lässt die Kondition schon nah. Wird angegriffen von der Jens-Peter Nielsen und Jens-Henry Nielsen auf Platz 3. Er kommt einfach nicht an diesen beiden Dänischen vorbei. Thomas Megle, oh, jetzt lässt die Kondition nach. Schauen Sie einmal, was für schwere Fahrfehler er hier macht. Tja, leider Gottes ist es dann so, dass Jens-Peter Nielsen 5 Punkte schreibt. 4 Punkte für Jens-Henry Nielsen. 3 Punkte Thomas Megle. 2 Punkte für Gerd Ritz. 1 Punkt nach Henrik Jürgen. Macht 10:5 für Dänemark. So, Lauf Nummer 31, Niederländerkampf, 34:26 steht es nun. Axel Jeppesen in Rot, Tommy Dunker in Blau, Kenneth Andre in Weiß, Klaus Lausch Gelb, Fleming Nielsen Grün und Mario Trubkovic in Schwarz. Lauf 31 ist gestartet. Gut aus dem Wettbewerb gekommen. Und auf der zweiten Position mit der 7 ist, ja wie gesagt, Klaus Lausch im Front mit Tommy Dunker. Tommy Dunker und Klaus Lausch führen das Feld an, dass sie, wenn sie diesen Sieg nach Hause fahren sollten, insgesamt 9 Punkte für die beiden. Oh, und da kommt das jetzt kurz. Schauen wir einmal. Das war dann Mario Trubkovic, der hier stürzte und dann im Feld hinterherfuhr. Konnte natürlich keinen Punkt mehr dazu gewinnen. So, Tommy Dunker, Klaus Lausch, die fahren natürlich ein super Rennen. Wer von den beiden als erstes die Ziellinie überqueren, ist eigentlich ganz egal. 9 Punkte hinter Dunker. Tommy Dunker, Klaus Lausch. Das können wichtige Punkte sein für das Endergebnis. Und Mario Trubkovic schrieb hier 0 Punkte. 5 Punkte somit für Klaus Lausch. 4 Punkte Tommy Dunker. 3 Punkte Kenneth Andre. 2 Punkte Fleming Nielsen. 1 Punkt Axel Jepp. 9:6 für Deutschland. Und die Deutschen sind wieder 3 Punkte rangekommen. Es steht nur noch 35:40. 32 für Lausch, Stapfenland 1 Punkt, Aderhorner 3 Punkte, Kunertbacher 1 Punkt, Michelfeuer 5 Punkte. Aderhorner sind die Postgang und Stapfenland auf den Bodenplatz. Jürgen Michel, Erich Steuer auf Platz, jetzt müssen wir aber ganz genau hinschauen, nur auf Platz 3. Ja, nur auf Platz 3, oh, da muss der Jürgen Michel aber verdammt kämpfen, dass er hier noch vielleicht einen wichtigen Punkt in den Haus für den Kampf um Platz 1 und den Supercup anzugreifen. Jürgen Michel nur Dritter, bleibt jetzt aber schön innen, greift Zapplinert an, versucht ja und kommt auch super durch, aber Zapplinert, sie können nochmal kontern, nein, Jürgen Michel bleibt auf der zweiten Position. Das heißt, es ist nochmal richtig Gas geben und vielleicht sogar noch das Lebensspann vom Platz 1 zu verbringen. Aber die haben schon einen 10-15 Meter Vorsprung. Das wird auf diesem kurzen Bahn natürlich sehr, sehr schwer werden. Die Gebrüder Auger in Front somit. Zweiter Jürgen Michel, Erich Seuer, dritter Zapfina sind auf den letzten Platz. Eigentlich sensationell, dass Thomas Wiesmann hier überhaupt gar nicht in der Mannschaft ist. Auch in diesem Lauf nur auf dem allerletzten Platz. Oh, aber Jürgen Michel, er kommt immer näher an das dänische Gespann heran. Vielleicht schafft er es ja noch in dieser Runde. Nein, es war die letzte Runde, schade. Vielleicht eine Runde weiter und dann hätte er es geschafft. Somit 3 Punkte für das dänische Gespann, sie schreiben insgesamt 6 Punkte. 2 Punkte für Michel Steuer, sie schreiben 7 Punkte. 1 Punkt Zapfinat, der zweite Punkt. Kunertbacher 0 Punkte, da bleibt es dann bei einem einzigen Punkt.
Lauf Numero 33, Kyle Reg mit 8 Punkte, Rasmus Rache mit 5 Punkte, Silbermann 6 Punkte, Gangster Kreuzer 3 Punkte. Und das geht ein Kampf auf den Rechten. Kyle Reg in Rot, kommt aus dem Bänder, fantastisch rausgekommen. Letzter wieder Gangster Kreuzer, davor dann noch das dänische Gespann Rasmus Andersen. Ja, Karl mit Joachim Reg, ganz klar in Front gegangen. Lassen sich die Butter wahrscheinlich nicht mehr vom Brot nehmen, aber das habe ich schon von damals gesagt. Aber hier sehen wir einmal, ein großer Vorsprung gegenüber Bernd Löger geworden ist, der natürlich alles versucht, hier noch ranzukommen an Karl Keil, aber es wird schwierig werden. Und wir wissen, der Karl, ein Vollprofi, der kommt in jeder Bahn gut zurück. So, das ist kein Problem, diesen Sieg nach Hause zu fahren. Der Karl Keil wartet ja immer noch auf seinen ersten Sieg hier. Er ist jetzt einmal ist der Dritter geworden. Rainer Gangster noch in seinem Gespann und heute fährt der Rainer Gangster selbst. War nicht gerade so berauschend, aber was soll's. 3 Punkte somit für Karl Keil, Joachim Reg haben insgesamt 11 Punkte, 2 Punkte für Silberbrand haben 8 Punkte, 1 Punkt Rasmus Andersen 6 Punkte und 0 Punkte für Gangster Kreuzer. Es bleiben 3 Punkte. Lauf Nummer 34, 12. Lauf, Super Cup. Zapfen hat 2 Punkte, Erich Schwarz 3 Punkte, Möttrop 6 Punkte und der Kabel 8 Punkte. Was macht so der Kontrolle von Kabel von schwierigen Außenbahnen gekommen? Und da reisen wir mal ein Stück weiter zurück. Also schaffen wir es nicht mit der Start Nummer 1 und der Kabel auf der ersten und auf der zweiten Position. Denn Möttrop 5 mit der Startnummer 6 schauen wir einmal ganz hart durchgezogen. Fahren auf den ersten Platz vor. Und Werker Wolf nur auf Platz 2. Oh, da ein Sturz. Gott sei Dank ist nichts passiert. Das war das Gespann Gerrit Schwarz. Sehen wir das richtig? Ja, sind wir mit dabei. Disqualifiziert wurde das große Gespann. Dritter Platz jetzt nur für Gerrit Schwarz. Also noch weiter. Zweiter Platz und der Kavol. Dritter Platz Gerrit Schwarz. Ah, jetzt versucht es Josef von Berger nochmal von außen an Harald Nussmann vorbeizukommen. Drängt natürlich immer sehr schön nach außen. Oh, da kann er es jetzt schaffen. Was macht die Josef von Berger? Nein, da bleibt der Harald Nussmann ganz knallhart innen und Josef von Berger muss etwas Gas wegnehmen. Letzte Runde wurde angezeigt. Immer noch im Front Harald Nussmann. Super dieser Kampf zwischen diesen beiden Spannen. Ein fairer Kampf bis jetzt. Und Josef von Derker versucht es wiederum von außen, aber er schafft es nicht, da überzieht er ein wenig, er kann es nicht schaffen, er kriegt zwar noch einmal richtig Tempo drauf, aber Harald Mössmer gewinnt diesen Lauf, 3 Punkte für Harald Mössmer und er schreibt jetzt somit insgesamt 9 Punkte. 2 Punkte und Derker Wolf, die schreiben 10 Punkte, 1 Punkt Erich Schwarz, der 4. Punkt, Zapfinat, da bleiben es bei 2 Punkten. Lauf Nummer 35, Länderkampf. Rot, Lausch, Blau, Flemming, 2,5.
Jetzt ist er auf der ersten Position. Thomas Megle zweiter. Tommy Dunker, Thomas Megle mit Rot. Klaus Laus auf der zweiten Position. Oh, wenn es hier mal bleiben würde, dann ist der dann super. Thomas Megle, aber wir wissen, dass er konditionell doch Schwierigkeiten hat, hier diesen Fahrerfeld standzuhalten. Tommy Dunker und Klaus Lausch liegen hier ganz, ganz klein von Thomas Megle. Ja, nein, er ist doch noch auf dem dritten Platz. Aber gibt es dann schon wieder Jens Peter Nielsen, der ihn ganz hart angreift. Ja, und Thomas Megle versucht alles, aber nicht Peter Nielsen. Jetzt bleibt der ganze in Thomas Megle, aber jetzt Peter Nielsen von außen kontert er. Fährt jetzt direkt an Thomas Megle vorbei. In Front aber weiterhin, die hat mir bald ganz vergessen, und sie fahren einen sicheren Sieg nach Hause. Klaus Lausch und Tommy Dunker. Tommy Dunker schreibt 5 Punkte, Klaus Lausch 4 Punkte, 3 Punkte Jens Peter Nielsen, 2 Punkte Thomas Megle, 1 Punkt Fleming. Das heißt 46-44 für Deutschland. Lauf 36. 13. Lauf im Müller-Grundler, die beiden befreundeten Gespanne, kann man eigentlich sagen, sind auf dem zweiten Platz. Ja, für Michael Steuer geht es ja eigentlich um alles. Sie müssten eigentlich nach Hause fahren, denn sie wollen sich ja qualifizieren. Erstmal für die beiden Halbfinalläufe. Natürlich dann auch hier mit Karlau vielleicht die kleinen Chancen aufs Treppchen zu kommen. Jürgen Michel weiter in den Front, hier das Gespann Müller-Grundler. Thomas Grundler, er Erich Steuer verstehend, wenn man das einmal so beobachten kann. Hier beim Jürgen Michel im Gespann. Ja, die Kamera geht jetzt nach vorne auf Jürgen Michel. Genau, wir haben hier den Steuer. Er sieht eigentlich ganz durch, immer etwas die Beine hochgedrückt. Nur auf der Geraden setzen sich ganz hinten nur. Und wenn man dann im Gegensatz sieht, wie der Thomas Grundler sich bewegt im Gespann. Das war dann jetzt aber auch der Zieleinlauf. 3 Punkte für Michel Steuer. Die schreiben insgesamt 10 Punkte. Fantastisch. 2 Punkte dann für Müller-Grundler. Sie haben 7 Punkte. 1 Punkt für die Gebrüder Orger. Sie haben 7 Punkte. 0 Punkte Silberbrand. Das sind 10 Punkte. Lauf Nummer 37. Gerrit Schwarz in Rot. Kyle Reg in Blau mit 11 Punkten. Brunhard Bacher mit 1 Punkt. Mit 1 Punkt. Der Start Nummer 2 teilt sich auf den zweiten Platz dann Brunhard Bacher vorgefahren und auf den letzten Platz, auf den dritten Platz diesmal Gang zur Kreuzer. Thomas Brunhard muss noch aufpassen, dass sie nicht von ganz verkreuzt und abgefangen werden. Bei Karl Johann ist ganz klar. Sie wissen, dass die Punkte fahren müssen, um zum ersten Mal diesen Supercup zu gewinnen. Jetzt sind sie 1 Punkt für Onderka. Sie haben 11 Punkte. Onderka hat jetzt insgesamt 10 Punkte. Kyle. Das heißt, er schließt dann seine Vorläufe mit insgesamt 14 Punkten ab. 3 Punkte gibt es in diesem Lauf. Wie gesagt, er hat insgesamt 14 Punkte, nicht 4, wie es hier steht. 2 Punkte für Brunhard Bacher, insgesamt 3 Punkte. Sind schon mit ausgeschieden. 1 Punkt Dankstor, Kreuzer. Sie haben 4 Punkte. Ja, und Erich Schwarz, wie gesagt, nicht am Start. Sie bleiben auch bei 4 Punkten stehen.
stehen. So, Lauf Nummer 38. Und Derker Wolf mit 10 Punkten. Sie müssen auch gewinnen, um dran zu bleiben. Müller Grundler 7 Punkte. Müller 2, 9 Punkte. Ganz gut. Da wird der Karatschuss mal wieder schaffen. Und das ist gespannt, wenn Derker Wolf knacken. Aber Derker Wolf ist nicht gleich. Müller 2, in diesem Moment nur auf den letzten Platz. Mit der Startnummer 3 ist dann noch Rasmussen Andersen vorne. Und Müller-Grundler auf den dritten Platz zurückgefallen. Oder sind sie noch Zweiter? Erster aber ganz klar und der Kavoll. Roter Müller-Grundler wird jetzt nicht drin bleiben. Müller-Grundler auf den Bodenplatz. Und knallhart ziehen hier die. Ach, hier müssen wir feiern. Die drängeln wieder wie verrückt. Kommen jetzt aber auf den dritten Platz vor. Das Gespann Rasmussen Andersen auf den letzten Platz zurückgefallen. Müller Grundler Zweiter und Erster und Derker Wolf. Landmann Karatschuss. Jetzt greift ja auch noch Thomas Andreas Müller und Thomas Grundler an. Die bleiben sehr schön innen hier. Das Gespann aus, das ja für den ADAC Hessen fährt. Ja, und Mössmer Feit, die kommen immer wieder ran. Jetzt müsste der Andreas Müller ganz innen bleiben, damit müssen wir nicht durchkommen. Oh, vielleicht hat er hier einen kleinen Fehler gemacht. Zusatz für ganz gut an der Inkommen. Ja, er bleibt auf der zweiten Position. Wird aber wieder von Harald Mössmer angegriffen und er bleibt ganz hart innen. Und er schubt, hätte ich bald gesagt, sozusagen das Gespann Grundler und Müller in der letzten Kurve auf die dritte Position zurück. Ja, knallhart gefahren hier von Harald Mössmer. Somit 3 Punkte für Onderka Wolf, die schließen mit 13 Punkten ihre Vorläufer ab. 2 Punkte, Mössmer Veit, 11 Punkte. 1 Punkt, Müller Grundler, sie haben 8 Punkte. Und ohne Punkte, Rasmus Andersen. Länderkampf, Nummer 39. Lauf Nummer 39. Der Finallauf sozusagen. 20 Jahre haben die Deutschen noch Vorsprung. Gerd Riss auf Platz 1, Schwarz kennen Antritt, weiter. Ah, das ist schon gut, wenn wir jetzt hier auf den ersten Platz steigen. Oh, da überzieht er wohl den Punkt. Alles auf und vorbei. Und das kann natürlich nicht schlecht aussehen. Lauf Nummer 39, Gerd Riss gestört, somit kennen Antritt in Schwarz auf Platz Nummer 1. Motorplatz dann für Johnny Luther. Deutschland, Thomas Megle, ja, das wäre dann, oh, das hieße, dass es ein Unentschieden wäre, das wäre 22, Kenneth Arnfeld, ganz klein von auf den dritten Platz, aber wird hier von der Nummer 6 Fleming Nielsen angegriffen. Ah, wenn der Thomas Megle diesen Platz noch halten könnte, dann wäre es ein Punkt Vorsprung. Aber auf der Fleming Nielsen wird er wiederum angegriffen vom Fleming Nielsen. Zieleinlauf, Heat Nummer 39. 5 Punkte kennen Arnfried. 4 Punkte Tommy Dunker, 3 Punkte Fleming Glück, 2 Punkte Thomas Lettler, 8-6 für Dänemark. Endstand somit 52 zu 52. Das heißt also, dass es ein Stechen gibt. Und diese Stechen machen in Blau auf Blau Blausch und in Gelb jetzt Hendrik Schüffel. So, und jetzt hätte ich diesen geht in Front, zweiter Platz Klaus Lausch. Oh, das wäre natürlich eine Überraschung, wenn der Jens-Henry Nielsen hier den Klaus Lausch schlagen könnte. Jens-Henry Nielsen weiterhin in Front.
Krauslausch, nur zweiter Platz. Ja, das sieht nach einem klaren Sieg hier aus für Jens-Henry Nielsen. Oh, aber da hat er einen Ausfall. Da hat er einen Ausfall. Ach, das erinnert mich immer noch so, dieser Ausfall an Kai Niemi, damals beim Bahn-Semifinale in Bremen, wo er dann gegen Egon Müller ja fahren musste, wo er dann auch nach der zweiten Runde einen Ausfall hatte und somit die Deutschen im Weltfinale. So, Klaus Lausch natürlich jetzt auf der allerletzten Runde und die kann er ganz gemütlich angehen lassen. Er macht es nicht so wie Egon Müller damals, der dann ganz gemütlich seine Runde zu Ende fuhr. Er fährt in einem Spiele eines Speedway-Fahrers die letzte Runde zu Ende. Somit Sieg für Klaus Lausch und insgesamt somit auch dann erster Platz für das deutsche Team durch diesen Sieg von Klaus Lausch. Gesamtstand zwar 52-52, aber es musste ein Sieger ermittelt werden. Und dieses war dann natürlich Klaus Lausch. Hier stehen sie dann, das deutsche Team auf dem Podium auf Platz 1. Und die Punkte fuhren Klaus Lausch 14, Tommy Dunker 12, Gerd Witt 12 Punkte, Niki Domes 2, Mario Kuppelwitz 3, Andreas Schapp 3 und Thomas Regler 5 Punkte. Weg. Kai Regi von O und Müller-Grundler werden hier von Harald Mössmer direkt ins Innenfeld reingestoßen. Es war natürlich wiederum eine, ich hätte bald gesagt, unfaire Attacke hier von Harald Mössmer. Man kann es von hier oben so ganz man hätte dort vielleicht den Andreas Müller einmal fragen sollen, was da passiert. Aber vielleicht kann er uns das ja mal anderseitig auf einen anderen Rennen mal genauer erklären, was dort mit Harald Mössmer beim Beifahrer auf beiden Thomas Klöpper mit Thomas Klöpper. Im Front ist Nummer 2, aber ganz klar Karl Theil mit Joachim Weg. Zweiter Platz dann für das Gespann Orger. Ja, das muss man jetzt auf dem zweiten Platz. Schauen wir einmal, ja, das Team Orger hat es noch geschafft, Harald Mössmer abzufangen. Mit der Nummer 9, ganz genau, 2 Punkte. 3 Punkte für Karl Reg, die haben 17 Punkte. 2 Punkte Orger dann, die sind draußen mit 17 Punkten, aber Mössmer auch dann mit 12 Punkten dabei. Zirkerbrand 8 Punkte, die Steuer, 14 Punkte, was ist anders, schon Berger Rot 3. Ganz dritten Platz zurückgefallen. Dritter Platz Jürgen Michel, der jetzt auch noch angegriffen wird. Hier ganz außen kommt da dann Söger Brandt, sehe ich das so richtig. In Front mit der Startnummer 3. Erik Feuer auf den letzten Platz zurückgefallen. Dann Bernd Söger, Heinz Brandt auf die dritte Position zurückgefallen, auf die zweite Position. Und Werker Wolf jetzt vorgefahren. Schauen wir aber noch mal ganz genau nach, ob es so ist. Werker Wolf. Immer noch auf dem dritten Platz. Bernd Silber noch auf Platz 2. Oh, das wäre natürlich ein herber Punktverlust, wenn hier und Werker Wolf. Oh, und da haben sie einen Ausfall. Ah, oh, das ist natürlich Pech. Das ist natürlich Pech für und Werker Wolf. So können sie da ist nichts mehr drin. Denn sie bleiben jetzt ja bei insgesamt 13 Punkten stehen. Bernd Söger somit auf den ersten Platz, zweiter dann Rasmus Andersen, dritter Platz für Jürgen Michel, Erich Seuer. Das heißt dann insgesamt 11 Punkte Bernd Söger, 11 Punkte Jürgen Michel, 13 Punkte und Derker Wolf und 8 Punkte Rasmus Andersen. Ja, dann stehen auf dem Ziel.
Manfred auf Platz 1, Rot auf Platz 1, Jens Hendrik Rüst auf Platz 14, Thomas Megle, dann Flemming Nielsen und Andrea Schapfel. Andrea Schapfel ist noch davor, Flemming Nielsen. Henry Nielsen Platz, wo er versucht, natürlich Kenan Arnfeldt weiterhin anzugreifen. Der Vorsprung von Kenan Arnfeldt hat sich jetzt vergrößert. Und Thomas Megle kann dort auch schon gar nicht mehr mithalten. Dieses Rennen wird ja über 6 Runden gefahren. Jens Hendrik Nielsen, er versucht doch noch einmal Kenan Arnfeldt anzugreifen, kann dieses aber nicht mehr schaffen. Letzte Runde wieder angezeigt. Er führte dann ein. Und Thomas Megle, er kann wie gesagt nicht mehr eingreifen. Andreas Schapfel ist ausgefallen. Somit dann auf dem 4. Platz Flemming Nielsen. Micky Domes wurde ja schon gleich vor Anfang disqualifiziert, weil er Startband gerissen hatte. Ja, damit 3 Punkte, 1. Platz für Kenneth Arnfeldt, 2. Platz Jens Hendrik Nielsen, 3. Platz Thomas Megle, 4. Platz dann Flemming Nielsen und ausgeschieden dann Andrea Schapfel, disqualifiziert schon im Voraus. Micky Domes, Finale, Seitenwagen 1991. Der Sieger steht schon fest, kann man sagen. Karl Keil und Joachim Reg, die können nicht mehr eingeholt werden. Und Derker Wolf 13 Punkte, Wessmer Fein 12 Punkte, Michael Steuer 11 Punkte. Das Ganze dann nur noch als Einhaber werden. Vielleicht kommt es wieder noch zu sprechen. Platz 2 und 3. Wie sieht es aus? Am besten aussehen, wenn die dort kommen. Ah, mit der 4, schauen Sie mal, hier hat Jürgen Michel einmal rübergelangt, weil Harald Wessmer wieder so brutal fuhr. Tja, ob es eine korrekte Geste war von Jürgen Michel, kann man eigentlich auch nicht so deuten. Aber irgendwann, glaube ich, hat man auch die von Harald Wessmer. Und Jürgen Michel auf den 3. Platz jetzt zurückgefallen. Zweiter dann Harald Wessmer. Von Derker auf Platz 1, zweiter müssen wir fight, der dritte Michel und letzter Karl Keil. Sie wissen ja, sie stehen als Sieger fest. Sie brauchen nicht mehr zu kämpfen. Zum ersten Male schafft es dann Karl Keil diesen Supercup, Seitenwagen Supercup zu gewinnen. 3 Punkte und Derker Wolf, sie haben 16 Punkte, 2 Punkte Wessmer Veit, 14 Punkte, 1 Punkt Michel Steuer, 12 Punkte, sie schließen als 4. ab und 0 Punkte Karl Keil, 17 Punkte, schließen sie auf einen insgesamt 1. Platz dann ab. Tja, nach diesen fantastischen Rennen, die wir hier in Homberg oben gesehen haben, kommen wir nun zur Siegerehrung. Und auf Platz 1, wie gesagt, Karl Keil, Joachim Reg mit insgesamt 17 Punkten. Platz 2, Josef von Derker, Robert Wolf mit 16 Punkten. Und auf dem Platz, Harald Wessmer mit Beifahrer Veit mit insgesamt 14 Punkten. Auf Wiedersehen, Hayot.